So viele Schützen auf einmal hat der Dülmener Marktplatz selten erlebt. Angetreten waren die Majestäten und Mitglieder von 17 Dülmener Schützenvereinen. Sie wurden von Bürgermeisterin Lisa Stremlau begrüßt. Es ist toll, Sie alle hier auf dem Marktplatz versammelt zu sehen. Und ich habe eben ja auch schon feststellen können, von der Lautstärke klappt es auch. Sind alle gleich stimmgewaltig, von daher kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Der Festumzug mit vielen hundert Teilnehmern setzte sich in Bewegung. Über die Marktstraße ging es durch die Stadt zum Wildpark. Musiker der Stadtkapelle Dülmen, des Kolpings Spielmannszuges, des Spielmannszugs und des Fanfarenzugs Buldern begleiteten die Teilnehmer bei ihrem Zug durch die Stadt. Im Wildpark konnten die zahlreichen Zuschauer dann ein spannendes Kaiserschießen verfolgen. Der amtierende Kaiser Thomas Albers vom Schützenverein Rohrup wagte den ersten Schuss auf den weißen Vogel. Die amtierenden Schützenkönige folgten. Um 17.39 Uhr schließlich fielen die letzten Reste des stolzen Schützenvogels von der Stange. Haus Dülmens Schützenkönig Volker Bär errang mit dem 129. Schuss den Kaisertitel. Zusammen mit Marion Lahmann besteigt er den Kaiserthron. Wenig später dann die Proklamation im Festzelt. Vorgänger Thomas Albers übergibt die Insignien an seinen Nachfolger. Für Volker Bär erfüllte sich mit dem Kaiserschuss ein Traum, so seine Aussage. Beim anschließenden Kaisertanz gab das amtierende neue Kaiserpaar die Tanzfläche für alle Besucher des Festballs frei. Ein harmonisches Fest schloss sich an.